Hi Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Video über meinen Amevi Epay Scallop. Den habe ich mir neu gekauft, der ist gestern angekommen. Und ja, ich habe schon ein paar Probefahrten mit meinem Freund hinter mir und ich kann euch einfach mal ein bisschen was über das Auto erzählen, bevor ihr dann nachher noch ein Video von dem Auto seht. Und zwar ist es ein Auto, was auf den ersten Blick vielleicht für manche ein bisschen klobig aussieht. Aber es ist eigentlich mega cool. Es kommt fast überall hoch. Also es ist wirklich ein sehr guter Crawler. Und die Federung dämpft auch gut, wenn man durchs Gelände fährt. Bei der Federung gibt es aber einen Nachteil. Und zwar, wenn die Karosserie drauf ist und zum Beispiel das eine Rad das ganze Auto anhebt, klemmt es hier in der Karosserie fest. Und wenn man dann versucht zu lenken, dann geht es nicht gut, weil es quasi die Karosserie bewegen will. Und das ist ein bisschen ein Problem. Vielleicht werde ich die auch noch vergrößern hier. Aber ja, das weiß ich noch nicht. Wenn ich an dem Truck irgendwas mache, werdet ihr auf jeden Fall dabei sein. Dann gibt es hier so einen Snorkel. Der ist aber vom Vorbesitzer, weil ich habe den gebraucht gekauft, angefügt. Oh, stellt nicht scharf gerade. Auf jeden Fall gibt es dann Snorkel. Der wurde aus einem Strohhalm einfach gebastelt. Ist ganz schön cool, finde ich. Naja. Auf jeden Fall hat das Auto LED-Beleuchtung und hat einen Brushed Motor. Ich habe das Auto, außerdem betreibe ich das mit einer 3000 mAh Batterie, Nickel-Metall-Hydrid. Das ist eigentlich super, weil damit fährt das Auto eine Stunde fast. Weil eigentlich, das soll so eine halbe oder so mit 1500 fahren und damit fährt es ungefähr eine Stunde dann halt. Und ja, ich habe hier einen wasserdichten Servo noch eingebaut, damit ich schöne Videos mit dem produzieren kann, wo ich auch ein bisschen durchs Wasser fahre. Ja, der Regler ist auch gleichzeitig der Empfänger und ist spritzwassergeschützt. Und er hat eine Transmission, wo man zwischen ersten und zweiten Gang umschalten kann. Das kann ich euch gerade mal hier zeigen. Und zwar ist hier so ein kleiner Schalthebel. Und der Schalthebel ist quasi dafür da, um zwischen ersten und zweiten Gang umzustellen. Im ersten Gang fährt das Auto ungefähr 5 bis 10 km/h. Kommt drauf an, ja, wie voll der Akku ist. Und im zweiten Gang kann es bis zu 20 km/h kommen. Und ja, arg viel gibt es über das Auto eigentlich nicht zu sagen. Ich wollte euch einfach nur berichten, dass ich ein neues Auto habe, was ich da so ein bisschen drin verbaut habe. Hier ist nämlich auch eine Lichteinheit, weil wenn man nach rechts lenkt, blinkt die rechte LED, also rechte Blinker, und nach links der linke Blinker. Und ich wollte einfach mal ein Update geben. Und sorry, dass letzten Samstag kein Video kam, aber ja, ich wollte ein Update geben für das, was jetzt in Zukunft noch kommen wird, für die zukünftigen Videos und so, dass ich da auch ein bisschen mit Rennautos fahren werde. Mein Freund hat sich nämlich auch, oder wird sich bald auch eins kaufen, der wird dann da bestimmt auch dabei sein, mit dem ich den Kanal hier mache. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel darüber zu sagen. Dann kommt jetzt noch ein kleiner Clip oder eine kleine Montage, wie ich mit dem Auto einfach ein bisschen durch so einen selbstgebauten Parcours fahre. Und ja, da könnt ihr dann auch sehen, wie gut sich das Auto in solchen Parcours schlägt und was die Stärken und Schwächen von dem Auto sind. Dann würde ich sagen, war es das jetzt von mir und dann geht's gleich mit dem Parcours weiter. Ach ja, und noch eine Sache für die Leute, bei denen bei der Fernsteuerung das Lenkrad nicht mehr funktioniert.
Ist bei mir nämlich passiert. Ihr müsst die Fernsteuerung aufschrauben an Scharfstellen bitte einmal. Und zwar hier immer an den Schrauben. Alle aufschrauben. Dann hinten dieses Teil hier. Hier ist so ein Teil dran. Raus machen mit irgendeinem Schraubenzieher da drunter. Upsi. Ich glaube, den sollte ich lieber mal ausschalten. Mit irgendeinem Schraubenzieher da drunter gehen. Und dann die hintere Fassade wegnehmen. Und dann könnt ihr innen drin sehen, bei dem Lenkrad, hier hinten drin im Lenkrad, ist so eine kleine Plastikplatine. Die habe ich bei mir festgeklebt. Die muss man dann wieder reindrücken. Und die habe ich bei mir mit Kleber festgeklebt. Mit Heißkleber. Ich kann euch das gerade dann auch nochmal zeigen. So. Kurz mal scharf stellen. Und zwar schraubt ihr dann einfach hier alle Schrauben auf. So, und dann entfernt ihr dieses Teil hier hinten. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr einfach die Fernsteuerung ausschalten vielleicht. So. Nach oben heben. So. Und so sieht die von innen aus. Hier sind solche Platinen und wenn diese kleine Platine hier vorne drin, ah, das sieht man jetzt nicht gut, wenn die Platine hier vorne drin, auf jeden Fall, wenn die Lenkung nicht funktioniert, müsst ihr die reindrücken und dann einfach mit Heißkleber oder sowas festkleben. Da kann nichts passieren. Und ja, dann würde ich sagen, seht ihr jetzt den Clip. Ciao.